zu einem neuen Video von Hans TV. Es geht heute nicht mehr um den Wendel, obwohl ich zwei Züge darauf habe, nämlich die R460 VSLF und den Turbo von Stator Rail. Okay. Ja, mein Kamerakind hat momentan ein bisschen Probleme, aber die lösen wir schon noch. Also, weiter. Dieses Video geht über die Terminvorstellungen in der Schweiz, über die Modelleisenbahnvorstellungen in der Schweiz, die Termine und wo sie überhaupt sind und wo sie noch Infos von der Webseite der Aussteller oder der Veranstalter herbekommen. Ja, das Ganze so. Und wenn Sie selber noch etwas eine Ausstellung wissen oder Ihr Verein eine Ausstellung hat über die Modelleisenbahn, dann können Sie diese mir unter hans.tv@gmx.ch schreiben. Hans.tv klein. Dann würde ich sagen, verkleinere ich mal meinen Zettel und fange dann eben mal gerade an. Die Pflanze müsst ihr nicht so genau anschauen, sie ist ein bisschen am Sterben. Warum musst du genau den... Noch einmal. Ich hab... Das Auktionshaus in Dornenbach hat eine Auktion von Modelleisenbahnen in aller Spuren. Diese ist noch am 5. März, wo Rheinfelden Ehrenweg 5. Weitere Informationen finden Sie unter dornbach.ch. Dann kommen wir zu der Ausstellung in Sinsheim. Die ist wohl fast jedem ein Begriff. Die ist noch am 6. März von 9 Uhr bis 17 Uhr. Sinsheim, Deutschland, Messe Sinsheim. Weitere Informationen finden Sie unter www.faszination-modellbahn.com. Dann kommen wir zur Bahnplattform in Erstfeld. Die ist am 5. März ab 10 Uhr. Was Bahnhofsfotos und Eisenbahnfilme zeigen Sie, wo Erstfeld Casino Saal. Weitere Informationen finden Sie unter www.bahn-plattform.ch. Dann würde ich mal wieder sagen, wir laufen hier rüber, bringen wir ein bisschen Bewegung in die Sache. Das gilt auch in die Eisenbahnausstellung in Uster. Das ist eine große Spur-Null-Anlage in Betrieb. Wann? Am 5. März von 14 Uhr bis 17 Uhr. Wo? In Uster, im Lokremisen beim Bahnhof. Weitere Informationen finden Sie unter www.eisenbahnsammlung.ch. Falls ich etwas Falsches sage, können Sie mir das gerne unten in die Kommentare hineinschreiben. Dann kommen wir weiter wieder zur Börse in der Stadt Dietikon, wo ich einmal falsch hingefahren bin und zumindest in der Pampa bei Zürich war. Ja. Bis ich in Dietikon war, dauerte es fast 3/4 Stunde mit dazu. Ist halt so.
Dann, da in der Börse kommen was große Spielzeugbörse vom 5. März von 9 Uhr bis 15 Uhr, wo Stadthalle Dietikon der ja, Infos unter der Telefonnummer 044 740 21 80. Ja, 80. Ja. Und ja, eine Adresse ist hier nicht vorhanden. Ein bisschen verschluckt, weitermachen. Da muss ich jetzt durch. Börse in Olten. Was Oldtimer Modellbahn und Spielzeugbörse am 6. März von 10 bis 16 Uhr. Wo Olten statt. Schreibe ich mir irgendwie so komisch. Und dann druckt unser Drucker noch so komisch. Und dann, wie Sie hier sehen, ist die Schrift ziemlich schwach. Im Olten im Stadttheater im Konzertsaal. Weitere Informationen finden Sie unter bekommen Sie unter der E-Mail-Adresse oldsmerbörse@vtx3.ch. Nostalgie in der Ostschweiz. Was Brunchfahrt im Apfelsaft Express. Wann? 6. März, nicht was, das habe ich ja gerade gesagt. Wo ab Romanshorn? Man kann sich unter der www.lokremisen-sulgern.ch über die genauen Zeiten informieren. Dann hat die SBB Historik noch einen Vortrag, und zwar über den Hauptbahnhof Zürich. Wann am 10. März von 18.15 Uhr bis 19.45 Uhr, wo Bruck SBB Historik Lagerstraße 1, und weitere Informationen finden Sie oder können Sie haben unter nichts. Habe ich nichts bekommen. Aber Sie können sich eine Anmeldung reservieren. Die ist auch empfohlen. Und zwar entweder unter der Telefonnummer 056 566 52 22 oder unter der E-Mail-Adresse info@sbbhistoric.ch. So, Entschuldigung für den kleinen Schnitt, mein Handy hatte gerade keinen Platz mehr für weiteres, war überfordert. Wir gehen jetzt aber weiter bei den offenen Türen in Langenthal. Der Modelleisenbahnclub Langenthal MECL hat am 12. März von 13 Uhr bis 18 Uhr offen und am 13. März hat er von 10 bis 17 Uhr offen. Wohl Langenthal Gaswerkstraße 66D. Weitere Informationen unter www.mecl.ch. Offene Türe in Liestal. Was der Kamerakind schaut momentan ein bisschen. Ich glaube, mein Kamerakind hat die Kamera wieder im Griff. Ich hoffe es zumindest. Also weiter. Ich war, glaube ich, bei den offenen Türen in Liestal. Der Oberbasel-Bieter Eisenbahn-Amateure haben am 12. März von 13 Uhr bis 18 Uhr und am 13. März von 10 bis 17 Uhr offen. Wo Liestal Rheinstraße 43 im E-Strich oben. Weitere Informationen unter www.oea.ch. Börse in Einsiedeln, 15. Einsiedler Modellbahnbörse. Wann am 13. März von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Wo Einsiedler
einsiedeln, großer Saal im Dorfzentrum. Natürlich gibt es auch dort Echtdampf und alles weiter. Weitere Informationen unter www.mece. Ganz einfach. Gut, dann gehen wir weiter zu dem Meeting US Railroad Fans of Switzerland. Die haben am 18. März ab 19 Uhr in Zürich Wollishofen bei der Wasserversorgung ein Treffen. Weitere Informationen unter www.americanfans.ch. Börse in Winterthur, Modellbahn und Spielzeugbörse. Wo Winterthur, Eulenhalle, Bordstraße 73, wenn ich es richtig habe. Am 19. März ist das, und zwar von 9 Uhr bis 16 Uhr. Weitere Informationen unter www.börsewinterthur.ch. Falls Sie auch so einen Termin haben, schreiben Sie mir den gerne unter hans.tvklein@gmx.ch. Diese werden dann in der im nächsten Video verkündet. Natürlich kostenfrei. Beanstande nichts. Gartenbahn im Tessin. Saisonbeginn ATAF 2016 am 27. März von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wo Minusio Mappe. Mappo. Weitere Informationen unter www.ataf.de. Immer mit dem Bindestrich. Börse in Gislikon, was 24. EMBL Modellbahnbörse, wann am 2. April von 10 Uhr bis 15 Uhr, wo Gislikon Firma Bauwag. Weitere Informationen unter www.embl.ch. Genau das habe ich jetzt noch weiter. Füge ich jetzt noch weiter hinein im Video. Eisenbahnromantik im März 2016. Die ist am Samstag, wird das ausgestrahlt am 5. März um 15 Uhr. Dann am Samstag, 12. März, auch 15 Uhr. Samstag, 19. März, wieder 15 Uhr. Samstag, 26. März, 15 Uhr. Alle Sendungen werden auf SWR ausgestrahlt. Ja, das war es so. Das Volldampf-TV-Magazin Volldampf kann man auch noch unter www.volldampf.tv. Nochmals, eine letzte Chance noch. www.volldampf.tv. Das ist eine Sendung über Eisenbahn, echte Bahnen, aus der Schweiz. Also nicht mit deutschen Kommentaren, sondern mit Schweizer Kommentar, wo nur Schweizer redet. Das ist es eigentlich so. Wenn ihr mal ein Video auf Schweizerdeutsch wünscht, knallt es unten in den Kommentar rein. Ich verwirkliche es. Was auch noch eine Idee von mir wäre ein Aggression-Video. Da könnt ihr eure Sachen mir per E-Mail schicken. Ich verkünde es dann, wo es was zu geben gibt. Würde dementsprechend, wenn ihr auch noch ein Bild hättet, einfügen. Adresse von euch, wenn jemand das will. Ich habe momentan leider nichts zu vergeben, weil ich selber noch immer am Sammeln bin. Darum kann ich jetzt nicht gerade sagen, was ich gerade will. Oder verkaufen will. Brauche momentan alles noch, oder? Habe ich gerade etwas? Nein. Ich verschenke kein Krams.
Genau, das wäre es eigentlich momentan von Hans TV. Heute wahrscheinlich wieder eine längere Fassung, weil ich wieder mal zu viel geredet habe. Aber das passiert mir noch öfter. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Sorry, dass das Video noch so spät erschienen ist. Es ist am 4. März. Ich werde es heute Abend am 4. März. Wenn der 3.